Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung erkläre ich euch, wie ihr ein Wespennest entfernen könnt. Als erstes solltet ihr wissen, dass Wespen unter Naturschutz stehen und nicht einfach getötet werden dürfen. Auch das Nest darf nicht einfach entfernt werden. Vor der Entfernung müsst ihr einen Antrag dafür stellen. Einen solchen Antrag könnt ihr bei der Naturschutzbehörde, dem Landesratsamt oder der Stadtverwaltung einreichen. Solltet ihr das nicht tun, droht euch eine empfindliche Geldbuße. Nun muss nur noch der richtige Zeitpunkt für die Entfernung beachtet werden, bevor ihr das Nest entfernt oder entfernen lasst. Am besten entfernt ihr das Nest im April. Das Nest befindet sich dann nämlich noch in der Bauphase. Die beste Uhrzeit für die Entfernung liegt in der Nacht, da hier weniger Betrieb im Wespennest herrscht. Ansonsten könnt ihr das Nest auch noch im Herbst entfernen, nachdem das Volk gestorben ist und die Königin zur Überwinterung umgezogen ist. Bei der Entfernung des Nestes gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr beauftragt einen Fachmann, die Kosten liegen hier bei ca. 100 bis 150 Euro, das würde ich euch auch empfehlen. Ja, oder ihr macht es auf eigene Faust. Dabei solltet ihr dann wie folgt vorgehen. Ganz wichtig, beim Arzt abklären, ob ihr allergisch auf Wespenstiche reagiert. Falls ja, dann lasst es lieber sein. Dann ganz wichtig, den Fluchtweg planen. Falls euch die Wespen nämlich angreifen und ihr entkommen müsst, solltet ihr schon wissen, ja, wo ihr Schutz findet, und zwar wo ihr Schnellschutz findet. Dann ist es ganz wichtig, entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Folgende Schutzkleidung solltet ihr dabei tragen: einen Schutzanzug als Overall mit Helm, der auch so einen Schleier hier hat. Ihr könnt das hier sehen. Also so ein Imkerhemd ist ganz gut. Eine Schutzhose, Helm und Schleier, stabile Handschuhe, die auch lange Stulpen haben. Dann Gummi- oder Lederstiefel. Und auf jeden Fall sollte das Ganze langärmlich sein. Und auch die Hose sollte sehr, sehr lang sein. Wer mutig ist, der kann auch einfach dicke Kleidung anziehen, einen dichten Helm aufsetzen sowie dicke Handschuhe. Der Helm sollte natürlich geschlossen sein und ganz wichtig, ja, es sollte auch keine Haut frei sein und es sollte wirklich alles am Körper geschlossen sein. Aber wie gesagt, da rate ich euch von ab. Ich würde schon eine professionelle Ausrüstung vorziehen. Zur Entfernung des Wespennestes setzt ihr nun einen Wespenschaum ein. Das Nest wird hier aus einem Abstand von mindestens 4 Meter so lange komplett mit Schaum besprüht, bis kein Fluchtweg mehr für die Wespen da ist. Achtet bitte darauf, dass ihr euch ruhig bewegt und dabei nicht hektisch seid, weil das lockt dann nur noch die Wespen an und ja, schreckt sie auf. Ich habe euch unten im Beschreibungskasten einmal einen solchen Wespenschaum verlinkt, den ihr dann nehmen könnt. Ja, bevor ihr jetzt aber loslegt, solltet ihr wirklich nochmal in euch gehen und wissen, ob das wirklich ja nötig ist, die Tiere zu töten. Vielleicht kommt ja doch auch eine Umsiedlung in Frage. Bei einer Umsiedlung wird das Nest eingesaugt und ja an eine andere Stelle gebracht, die mindestens 4 Kilometer entfernt ist, damit die Wespen dann auch nicht zurückkommen. Ja, ihr seht schon, es ist also nicht ganz ungefährlich und einfach, ein Wespennest zu entfernen. Deshalb ist es gut, wenn man eigentlich gar keins hat. Deshalb sollte man hier vorbeugen und das kann man auch ganz gut machen. Die Wespen suchen nämlich ab April geeignete Stellen für ihre Nester. Geeignete Stellen sind zum Beispiel Erdhaufen von Maulwürfen und Mäusen. Sie suchen sich zum Beispiel auch gerne alte dunkle Schuppen oder Gartenhäuser. Oder auch an Fenstern solche Stellen hier, wo Löcher dran sind. Da lassen sie sich nieder und bauen ihr Nest drumherum. Und beliebt sind auch undichte Stellen an den Fensterrolläden. Ja, das müsst ihr im Großen und Ganzen alles beachten, wenn ihr ein Wespennest bei euch im Garten oder am Haus habt. Wie gesagt, seid vorsichtig. Ich empfehle euch den Fachmann. Ja, ich hoffe, dass euch diese Anleitung gefallen und geholfen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer es noch nicht tut, kann mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Paverick.